Ja. Ja. Ja, der hat auch, ne? Oder? Nee. Doch. Doch, ja, stimmt. Können wir nochmal drin aufwärmen. Ja, ich wollte dann nachher, wollte ich da, also nach dem Essen, besser gesagt, wollte ich da reingehen. Aber erst wollte ich jetzt eben was essen. Eben was, dann müssen wir aber jetzt ganz kurz laufen. Dann müssen wir ach so. Ja, es sei denn, da kommt noch was Besseres natürlich. Denn, diese Uhr da, da kann man ja laufen. ja. Sag mal, da ist auch das Ende. Feuerwehrmuseum. Haben Sie auch? Ja. Das ist alles neu. Musste wahrscheinlich dann auch gemacht werden. Also wir sind ja reichlich alte Häuser, ne? Und alle gut in Schuss. Ja. Nö. Nö, so wie in Wismar in der Innenstadt, ne? So ein bisschen. Was ist das hier? Ich wollte keine Ostertasse machen. Ach, das ist ein Krimskramsladen, ne? Da hat sie doch einen. Ja. Für deine Mutter. Nee, ne? Wann war das nochmal in Niedersachsen, wo ich wieder diese Woche mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen wäre am liebsten? Das war Mittwoch oder Donnerstag war das, genau. Das war nicht in dem, das war in dem, in Hannover irgendwo. Toll. Da oben. Schön, ne? Alt. Altmodisch. Da ist ein Café drin. Im Normal, also. Da ist ein Café drin. Ja. Hier kriegst du Früchte. Wieso? Ach so. Ach so, du meinst, ja, okay. Ja, das kann ich natürlich nicht. Wenn wir jetzt fahren, dann Ende zu sagen. Ja. Große Schenkstraße. Da hinten. Ja, dann. Ja gut, dann laufen wir das eben zurück zum Schlachter, dann ist es so. Was soll's? Du bist da immer ganz empfindlich, ja. ne? Jetzt hätte ich gerne meine guten Schuhe wieder an. Naja, wir werden ja noch mal eine Exkursion machen irgendwann und dann ziehst du die richtigen Schuhe an. Also die Winterklumpen wollte ich nicht mehr. Ja, schade. Schade. Ich hätte ihm jetzt gerne noch Rostbeef abgekauft, aber so. Um 12 schon? Naja, vielleicht. Der andere ja auch schon um 12 zu. Ja, dann müssen wir uns eine Alternative überlegen. Ja. Ja.
Ja, gut, da haben sie ein bisschen, da muss noch was gemacht werden. Ne? Hier ist ein Asiate drin. Sushi. Und weißt du, was ich auch gut finde? Die ganzen Polizeikontrollen wie in Niedersachsen sind hier überhaupt nicht. Naja, wenn sie von den Nachrichten dann brauchst du auch nicht zu kontrollieren. Nö. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, hier die Orientierung ist irgendwie unklar. Hier sehe ich jetzt jedenfalls keinen Bahnhof. Dann müssen wir daher das. Ja, ich. Ja, gut, aber ich. Ja. Jetzt noch nicht. Nee. Warten Sie. Ist hier. Bitte? Nee. Oh nee, meine Füße frieren ab. Naja, später sind wir ja in der Bahn und dann werden die schon wieder auftauchen. Hast du die falschen Schuhe angezogen? Oh Mann, die sind doch nur Winterschuhe. Ja. Mal auf die Zahlen. Meinst du, wie kalt es jetzt in Hamburg wäre? Wahrscheinlich noch kälter. Ja. Oder in Mecklenburg. Oh. Ja. Das ist schön. Ja. Ja, da hätten wir überall jetzt essen können, ne? Zum Lokulus. Aber dank Corona kannst du das alles. Alles vergessen. Alles. Ja. 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 Alles. Und glaubt man nicht, dass die Gastronombetreiber in Wismar und in Schwerin glücklicher sind über die Situation. Weißt du, was ein Steakhouse in Rostock gemacht hat? Da habe ich mir einen Film angeguckt. Die haben die letzten Steaks, ne? Ja. Damit die nicht vergammeln, sagt er. Hat er auch recht. Die haben sie am Stand, ja, am Steintor verkauft. Also als so mitnehmen. Ja. Also da gab es den Rumsteak, Rinderfilet, T-Bone Steak. Ja. Alles zum Mitnehmen. Aber er kann es noch eine Kühltruhe lassen. Ja, aber er wollte es loswerden. Er sagt, was soll ich das x Monate lagern, wenn ich nicht weiß, wann ich wieder aufmachen darf. Aber nun, ja? Das Ende ist doch in sich. Ja, natürlich. Sauerbraten. Wird auch Zeit, wird auch Zeit. Ich möchte auch in Schwerin wieder in das Steakhouse. Das ist immer so lecker. Ja.
Nee, aber wir gehen, ich würde sagen, wir gehen in die Schlachterei, ne? Ja. Guck, da oben ist auch noch ein. Kaufen. Ja. Da gucken wir nachher nochmal. Auf jeden Fall. Und weißt du, worauf ich mich auch wieder freue? Nein. Wenn ich ins Altstadtbrauhaus wieder gehen kann in Schwerin. Das war so die Mann, wir haben so leckeres Essen gemacht. Da müssen wir mal zusammen reingehen. Die haben alles. Kriegst du da Mecklenburger Fisch, alles mögliche kriegst du da. Ja. Direkt aus der Ostsee. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange diese Schlachterei da auf hat. Deswegen bin ich ein bisschen in Sorge. Nicht, dass wir hier gucken, dann haben die zu. Ja. Ne? Dann stehen wir da. Guck mal, den Telekom-Shop haben sie in so ein schönes Gebäude untergebracht. Guck mal, dafür werben sie jetzt, ne? Ja. Genau. Hier ist der Blüten. Aber, also sie werben dafür, das ist ja auch alles in Ordnung, aber du kannst mit ausländischen SIM-Karten teilweise heute auch ins 5G-Netz schon. Zum Beispiel mit der britischen Voxi kannst du das 5G-Netz ohne extra Kosten kriegen. Ja, das ist. Ja, das ist also kein Problem. So, und Susanne war mit Jan in Wismar. Was? Susanne war mit Jan auch in Wismar. Ach, nein, nur in Pöhl. Ach, nur in Pöhl. Naja. Ja, nur, das ist eine große Insel. Du warst gar nicht da. Nee, ich kenn's nicht. Wir wollten schon da am Wasser spazieren, wir haben ein Fischbrötchen gegessen und gut war. Ja. Ja.